Willkommen zurück zu MCPE, Redstone Mechanics. Und ja, in der letzten Folge gab es ja zwei Türen. Zwei kompakte kleine Türen. Diesmal gibt es auch eine Tür, die ist etwas größer. Da seht ihr sie. Die Jeb-Tür. In Minecraft Pocket Edition ein bisschen größer leider. Aber ja, ich glaube, dass es mal nicht so schlimm ist. Wie es euch geht, zeige ich euch nach dem Intro. So Leute, da bin ich wieder. Ihr seht, eine Tür hat ein bisschen viel Redstone, ich weiß. Aber dafür hat sie eine richtig coole Funktion. Bam. Keine Tür. Eine Tür. Keine Tür. Eine Tür. Okay, ich glaube, ihr habt es verstanden. Man kann hier durchgehen. Man kann hier durchgehen. Und ist zwar nicht ganz so kompakt wie auf dem PC, also in Java, aber ich hoffe, es geht noch. Also, was wir dazu brauchen ist 26 mal Redstone, 3 Redstone-Verstärker, ein Hebel oder irgendeine andere Quelle, eine andere Stromquelle, 12 haftende Kolben, 4 Türblöcke, in dem Fall Eisenblöcke, dann die Wände, wenn man das zum Beispiel an einem Berg macht, zum Beispiel Stein oder auch Erde, ja, einfach so, um es drumherum zu bauen. Und wieder 64 Quarzblöcke. Gut, also wir fangen an mit hier einem, mit hier zwei Blöcken und hier. Dann machen wir das einmal so hier rum. So, jetzt verbinden sich diese hier. Das wollen wir nicht, deshalb schnüren wir das ab. Dann kommen hier zwei Blöcke dran, damit die schön gepowert werden können. Dann machen wir hier schon mal zwei Kolben drauf. Vier Kolben. Machen da schon unsere vier Türblöcke dran. Kommen hier hinten nochmal vier haftende Kolben. Und hier vier haftende Kolben. So, jetzt haben wir schon mal alle Kolben platziert. Jetzt müssen wir die nur noch irgendwie verkabeln. Das machen wir so einmal. Und so. So einmal. Dann brauchen wir natürlich noch eine Decke. Und hier ein bisschen Boden. Dann machen wir das noch hier so. Und hier kommt hier ein Hebel dran. Machen das schon mal so, wie ihr seht. Die beiden hier sind schon ausgefahren. Kommt hier ein Verstärker hin und hier. Jeweils auf die dritte Stufe. Also wenn es normal ist, 1, 2 und 3. Also zweimal drauf drücken. Dann hier ein Block drauf, damit dieser Block gepowert wird und das Redstone dort drunter auch. Hier natürlich auch. Und dann war es auch schon fast, wie ihr sehen könnt. Jetzt müssen nur noch die unteren aktiviert werden. Dazu gehen wir hier hin. So, machen hier ein bisschen Platz. Hier ein Verstärker. Hier Redstone. Hier noch ein Block, hier ein Redstone, dann hier ein Block, Redstone, jetzt wird es schon etwas schwieriger, so und so, verbinden wir das und alles ist ausgefahren. Dann einmal testen und es klappt alles.
Dann kann man natürlich hier noch so das hier rumbauen. Das einmal kurz abreißen. Und hier das dran. Und schon habt ihr eine geheime Tür. Ist ziemlich kompakt, würde ich sagen. Ich habe mich beim Bauen ein bisschen verhauen, wie ihr seht. Ja, hier bleibt eine Lücke und hier habe ich ein bisschen drüber gebaut. Aber ich glaube, ihr könnt es verstehen. Wenn das hier euer Nullpunkt ist, müsst ihr halt zwei Blöcke in die Tiefe bauen. Also ein zwei Blöcke tiefes Loch machen. Aber ist, glaube ich, nicht ganz so schlimm. Ja, das war's mit dieser kleinen Tür. Wieder ein kurzes Video, ich weiß. Aber ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.